Ich habe mich ja mit dem Thema Gewalt gegen Migrantinnen schon sehr, sehr lange beschäftigt. Es hat keine Sau interessiert. Also wirklich, es hat niemanden interessiert und dann kam dieser Preis. Und das haben sich plötzlich JournalistInnen dafür interessiert, die sich noch nie für das Thema interessiert haben. PolitikerInnen haben sich plötzlich für das Thema interessiert. Und das war gut. Das war gut. Also wir hatten eine bessere Position in Verhandlungen natürlich. Und das Thema war einfach viel, viel sichtbarer geworden. Ich bin fassungslos darüber, dass es 2020 ist und dass die Prävalenzen nicht niedriger werden, sondern dass eigentlich eher mehr Formen von Gewalt dazukommen. Das macht mich richtig, also ernsthaft fassungslos. Und ich wünsche mir sehr, dass die Themen, für die wir Preisträgerinnen alle stehen, im öffentlichen Umlauf bleiben, weil nur dadurch verändert sich auch etwas für die betroffenen Frauen. Und das wünsche ich mir doch sehr.